Tesla-Chef Elon Musk hat einen Wettbewerb angekündigt für innovative Technologien zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung. Für die beste Idee will er ein Preisgeld von 100 Millionen Dollar zahlen. Zunächst geht es um eine praktikable Lösung, wie man jährlich 1000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen kann. Die Teilnehmer müssen außerdem einen Plan entwickeln, wie Kohlenstoff für mindestens 100 Jahre gebunden werden kann. Heute startet der zweite Tag des von US-Präsident Biden einberufenen digitalen Klimagipfels. Kanzlerin Merkel begrüßte die Zusage der US-Regierung für eine effektivere Klimapolitik.